Hallo ihr Quirlinge, Hädilein ist im Rebellenlager, es ist Mitternacht und hier oben ist die Schlafstelle der Butler und ich habe vor, hier noch ein paar mehr Truhen auszuleeren, denn ich habe Verlust gemacht bei meinem Einkauf von Dietrichen bisher und auch bei der Vergessenspruchrolle, die ich für Rocco gebraucht habe. Ich habe sie nicht gebraucht, ich habe sie aber verwendet und ja, 70 plus 50 habe ich investiert, 120 und ich habe zurückbekommen bisher nur 13, also es ist echt schlecht. Jetzt frage ich mich natürlich, ob die, wenn sie hier schlafen, hören, wenn ich ihre Truhe ankrabbele. Wahrscheinlich schon. Oder nur, wenn da Dietrich spricht. Oh, ich hätte gern diese Truhe im Fokus, ehrlich. Das ist zu weit entfernt. Vielleicht sollte ich näher rangehen. Ich hasse dich, Held. Okay, man kann ja nicht klauen gehen, weil... Das mit dem Tagending nicht macht. Es ist doch... Ich sollte näher ran. Ja, dann kriege ich dich aber nicht mehr dahin, dass du die Kiste im Fokus hast, du Vogelheld. Ich hier? Das? Zu weit weg. Du doof und ich weißwissend, weißt du... Aha, das ist doch nicht... Oh doch, das geht. Das ein Mikrometer, wo es geht. Ah, da. Und jetzt links oder rechts? Scheiße, links. Und wieder von vorne. Es war natürlich rechts, ich könnte kotzen. Mann. Geht das hier auch mit der Kiste? Nee. Da springt der Fokus von einem zum nächsten über. Vielleicht in die andere Richtung? Auch nicht. Ich kann mir doch nicht merken, welche Kiste ich schon hatte. Ah. Links oder rechts? Links. Schloss geknackt. Oh, das ist alles nur so Klemperkram. Das reicht nicht. Diesmal rechts. Sanchez wäre stolz. Naja, vermutlich nicht. Egal. Sanchez! links. Mist. Nein. Nochmal. Rechts. Ich hätte ganz gern auch mal Holder gefunden, wisst ihr? Links. Rechts. Ja, wir nehmen alles mit. Das ist vielleicht gut zu verkaufen. An irgendwen. Sanchez wäre stolz. Naja, vermutlich nicht. Egal. Ah. Gut geraten, die beiden letzten Male. Man muss immer nur einmal hier drücken. Also es ist, sind total schlechte Schlösser. Na, wer sagt's denn? Oh, wieder Glück. Aber leider überhaupt kein Wacholder. Offenbar ist Schnaps in der Mine verboten. Ich habe jetzt genug Brote für Norik, aber eben noch überhaupt keinen Wacholder. Na, vielleicht sollte ich erst einmal näher rangehen. Ja, zum Glück ist der Dietrich noch da. Brot habe ich mehr als genug. Ich muss in der Kneipe klauen gehen. Die Kiste kriege ich gar nicht. Zu weit weg. Du bist nicht ernsthaft zu weit weg von dieser Kiste. Schön die Finger stillhalten. Und noch ein Dietrich abgebrochen. Toll! Verdammt! Nicht schon wieder. Na, wer sagt's denn? Nimm mal nur ein paar Goldbrocken. War ich hier jetzt schon drin? Ich hab's vergessen.
Ja, war ich schon. Okay, das hier ist noch, glaube ich. Mist, abgebrochen. Ey, du hast 40 Geschicklichkeit, hey, das kann doch nicht wahr sein. Dich habe ich schon, ne? Und die beiden hier hoffentlich auch. Ich weiß es nicht mehr. Gut, also schlecht eigentlich. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Wie viel habe ich denn jetzt? Ja gut, für die Brote hat sich's gelohnt, ja, aber alles andere nicht so wirklich. Und noch 5 Dietriche. Die schlafen? Es ist mitten in der Nacht. Kann ich das nicht zu meinem Vorteil nutzen? Es muss doch noch irgendwas zu klauen geben. Die Truhe da ist nur mit einem bestimmten Schlüssel zu öffnen. Hier rechts in Schmiede und Co. war ich schon ausreichend. Olafs Truhe wäre interessant. Aber dieser Typ, der schläft ja gar nicht. Da ist auch ein Wacholder. Speicher mal. Es ist dunkel, der sieht mich gar nicht. Ja, das hat ihn nicht gestört. Es ist doch Quatsch. Du hast mich die ganze Zeit nicht gesehen und ich knie mich an die Truhe und du ziehst deine Waffe. Das ist Blödsinn. Laden. Naja, immerhin kann ich den Wacholder mitgehen lassen. So. Ihr schlaft bestimmt nicht so fest wie die Butler, richtig? Gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na, geht doch. War doch gar nicht so schwer, oder? Legt euch wieder hin. Ohne Schleichen wird das nichts. Tja, wo kann ich noch was einstecken? Ohne in Schleichen investieren zu müssen. Jiran. Ja, das kann ich auch tagsüber machen. Das ist leichter, dass keiner da. Die Taverne. Mehr habe ich nicht. Aber gibt es wieder Ärger mit Laszlo? Na, scheiß drauf. Alles leer? Der Typ guckt noch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aha. Zwei Wacholder? Interessiert ihn nicht? Tja, der Beutel da unten, was ist das? Und die Flaschen hier oben, sind die ansprechbar? Nee. Wo
Terrorkulisse. Jetzt hat mich Laszlo mitbekommen. Aber auch nicht, um hier irgendwas zu bewachen, sondern nur, um seinen eigenen Scheiß hier gleich eintreiben zu wollen. Oh. Laborwasserflaschen. Du wagst dich tatsächlich durch den Hintereingang ohne mich. Leider. Hey! Das? Oh. Richtig. So. Na komm mal her. Lass doch, ich zieh dich in den Sumpf. Und dann vergesse ich mich. Lauf! Kommst du? Laszlo! Laszlo! Lassie! Na? Komm bei Fuß! Ach, der ist wieder zu doof, irgendwas zu finden. An Weg. Jetzt bist du dran! Krieg ich dich doch noch! Ich sollte mal ein Stückchen wegrennen, damit der auf jeden Fall vergisst, dass er jemals mit mir gemeinsam irgendwo gesehen wurde. Oh, was hat er da? War ja skinny und Ruhe und so. Da könnte ein Bogen drin sein. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Na, wer sagt's denn? Gut geraten. Ja, ich hätte lieber einen Bogen gehabt, wenn ich ehrlich sein soll, aber ich nehme alles. Und irgendwie bin ich doch wieder im Kampf mit Laszlo, oder was? Ach, was ist denn hier los? Nachts, alles scheiße hier. Speichern. So. Ich suche den erstmal. Ich muss wissen, wo Laszlo ist. Der müsste hier rumkurven. Ich krieg dich noch. Aber wo bist denn du? Mein Gott, ein Kampf. Laszlo, du hinterhältiges Miststück. Ich krieg dich noch. Na komm bitte jetzt. Laszlo, du Arsch. Wo bist denn du schon wieder? Der Typ kann verschwinden. Das finde ich ganz toll. Ich brauche Wacholder. Da ist Laszlo. Genickschuss. Oh, mein Gott, ein Kampf! Hey, Laszlo, du sollst schon mitmachen. Das war kein Schuss aus dem Nichts. Oh, Laszlo. Ehrlich. Mein Gott, ein Kampf! Jetzt krieg ich dich. Ein Kampf! Lauf! Jetzt kriegst du mich, ja. Aber ich dich auch. Ich krieg dich noch! Oh, ja. Will ich hoffen. Ich werde das Problem mit Laszlo jetzt ein für alle Mal lösen. Ja, komm. Komm. Nein, 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 nein. Lauf, Held. Der darf nicht stehen bleiben.
Das wollte ich vermeiden, aber ich habe die Richtung nicht getroffen. Du meine Güte. Komm mal mit, Laszlo. Du kannst auch gerne da stehen bleiben, dann kann ich Schießbude spielen. Der weiß nicht, wo aus der Dunkelheit die Schüsse herfliegen. Der ist irgendwie so ein bisschen nachtblind. So, und jetzt müsste ich eigentlich theoretisch ihm noch ein paar verpassen. Das ist aber schwierig. Nimm mal das. Und das. Die Wirkung ist schwächer als zuvor. Schade. Das. 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 Und speichern. Puh, komm, jetzt einmal im Nahkampf nur 9-mal versagen und nicht 10-mal. Hm? Mein Gott. Wie brutal. Im ersten Versuch. Lass du Arsch. Alles her mit dir. So, und Waffe. Was da? Wir leben noch. So, während Lasso sich wieder aufrappelt, für euch die Info. Das ist alles sehr dunkel gewesen hier in den letzten Minuten. Und ich konnte aus verschiedenen Gründen auch nicht mit der Fackel rumrennen. Und deswegen aber erstmal ihn hier angesprochen. Lässt du mich jetzt rein? Ach, verschwinde! Ja, sehr schön. Wir haben das mit Laszlo geklärt. Ich finde, er ist ein guter Freund, Laszlo. Ich komme gut mit ihm klar. Schon von Anfang an. Das hat gleich gepasst zwischen uns, die Chemie. Nein, ich werde es im Video ein bisschen nachdunkeln, aufhellen. Also nachbearbeiten, dass ich das die dunklen Passagen so ein bisschen heller mache. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, lieber ein bisschen komisch aussehen, als dass ihr hier nicht so viel seht. So, jetzt würde ich hier in meinem geerbten Bettchen noch mal gern bis zum Morgen schlafen. Oh, Rocco, du hast hier morgens nachts über hier Dienst? Echt? Du hast ja nie frei. Armes Schwein. Bett, bis zum nächsten Morgen schlafen, damit ich wieder heile bin. Pünktlich ja. Auf die Minute. Ich hab's drauf. Und wie schnell du auch aufstehst. Also ich brauche da länger für. Jetzt werden wir Lastlos Waffe und die Sichel verkaufen. Oh, das Breitschwert ist viel wert. Da habe ich dann genug Geld für einen Bogen. Sagen wir einfach so, dass wir letztlich Laszlos erbeutete Waffe gegen einen Bogen eintauschen. Hey Händler, zeig mir deine Ware. Bist du bestohlen worden in letzter Zeit? Zeig mir deine Waren. So, ich bekomme wie viel für das Schwert? Immerhin 66. Grrr. Und ich habe ja auch mein Geld wieder, das er mir abgenommen hat. Die Sichel brauche ich auch nicht. Weg. Das heißt, jetzt kommt tatsächlich ein normaler Langbogen in mein Inventar. Boah, für 300. Will ich das wirklich? Ja, ich will das wirklich. So. Und Pfeile. Und zwar so viele wie geht. Aber da gehen nicht so viele. Ich habe ja nichts. Na gut, ich werde jetzt auch weniger Pfeile verbrauchen. Trotzdem mache ich mir Sorgen um den Pfeilnachschub. Ich wiederhole mich. Ich weiß aber, es ist auch wirklich so. Habe ich Unkraut? Ja, komm, hier 3, das passt. Da habe ich. Nee, passt nicht, da habe ich 7. Irgendwas, was 1 wert ist. Seemannsgrog. Na, vielleicht lieber nicht. Selbst Wanzenfleisch ist 2 wert. Wasser vielleicht auch 2. Oh, Sumpfkraut haben wir auch noch. Dann machen wir erstmal Sumpfkraut. Hey, Miguel. Alles klar? Ich möchte mir ja eigentlich auch noch dieses Reptilien heute ziehen beibringen lassen. Ich habe... So, alles weg. Zurück. Ah, warte mal. Zeig mir... Sumpfkrautschengel hast du nicht mehr im Angebot, richtig? Nee. Ende.
um mir das mit... Achso, warte mal, erstmal den Bogen. Ich brauche auch noch Stärke, stelle ich fest. Ja, Mist. Also, Bogen geht vor. Ich habe einen neuen Bogen, ich werde ihn benutzen. Der neue Bogen ist ein Langbogen und benötigt Stärke 15. Dafür muss ich mehr trainieren. Ja. Jetzt habe ich die Situation, dass ich zwar dieses eine Ding hier tragen könnte. Das Schattenläuferhorn des Eingeborenen oder der Eingeborenen. Oder warte mal. Habe ich gerade was verkehrt gemacht? Ja, habe ich. Ich hätte noch einen besseren Bogen nehmen können, weil ich ja plus 5 Geschicklichkeit durch diesen Ring, durch dieses Amulett hier kriege. Aber gut, es ist so, wie es ist. Also, ich brauche 3 Punkte mehr Stärke. Könnte theoretisch das da anwenden, aber so ein bisschen Stärke brauchen wir ja sowieso. Außerdem will ich den Amulett-Slot nicht für so ein Ding da benutzen. Also geht's zu, wie heißt der Typ? Lass mich überlegen. Kyle. Kyle wird uns jetzt ein bisschen stärker machen. Ich weiß nicht, wie er das anstellt, aber er kriegt das hin. Das ist ein guter Personal Trainer. Hallo, Kyle. Lass uns... 1, 2, 3. Gut, dankeschön. Gut, jetzt bist du... Um noch besser zu werden, suchst du dir aber besser einen anderen Lehrer. Ah ja, alles klar. Mach ich. Schade. Aber alles, was ich gerade brauche, hast du mir beigebracht. Dann nehmen wir den. Können wir den verkaufen. Der bringt auch ein paar. Da kann ich noch ein paar Pfeile kaufen. Ja. Und dann sind wir so gut gerüstet wie noch nie. Das wirst du lieber gar nicht wissen. Dennoch sollten wir jetzt irgendwie mit Nachdruck die Geschichte mit den Erdbeben angehen. Denn ich habe, ich wiederhole mich, Bedenken wegen der Pfeile, die hier dann vielleicht irgendwann mal alle sind. Hey, Skinny. Skinny. Zeig mir dann. Ja. Skinny, ich hätte gerne dir meinen alten Bogen verkauft. Zu treuen Händen. Wobei, ach, ich muss ja auch Wacholder kaufen. Wenn ich jetzt Wacholder, genug Wacholder hätte. Wie viel Wacholder brauchen wir für Norik? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, wenn ich hier gedanklich von Queste zu Queste springe. Wir haben die Geschichte mit den Pfeilen für die Jäger. 5 Brote, 6 Wacholder. Okay. Hey, Skinny. Es ist leider so, dass ich genau diese Wacholder... Zeig mir deine Waffe. Ja, hier mal verkauft habe. Genau die 3. Naja. Selber schuld. Jetzt verkaufe ich dir... Komm, hier die Stacheln, die finden wir wieder. Machen wir das so. Dann den Wacholder. Und... Ach, hat er doch wieder verrechnet. 8 und dann noch 4 Pfeile. 1, 2, 3, 4. Gut. Es kann ja sein, dass Norik uns immer als Pfeilquelle zur Verfügung steht. Deswegen möchte ich das jetzt gerne wissen. Damit ich weiß, ob ich mir Sorgen machen muss wegen der Pfeile oder nicht. Jetzt hat... Also Brot und Wacholder haben wir jetzt. Kleidung haben wir auch. Genau. Skinny wird immer geiziger. Wenn er mir das nächste Mal macht... Skinny wird immer geiziger. So, mach mal ein bisschen Tempo. Zu Norik ist es ein Stück und deine Puste ist nach der nächsten Holzbrücke schon zu Ende. Jetzt aufpassen, dass dieser doofe, schwarze Goblin nicht da ist. Ja, wobei wir machen jetzt ja 40% mehr Schaden. Also eigentlich sogar noch mehr, weil es ist ja so, dass der Rüstschutz des Gegners wird vom Schaden abgezogen. Das heißt, je mehr Schaden unser Bogen macht, desto mehr Schaden richten wir auch an bei Gegnern, aber nicht im gleichen Verhältnis. Sondern das kann halt dann doch mit einem Schlag deutlich mehr werden. Und die Trefferchance von 65% ist auch nicht so übel. Eckack, eckack. Oh, ich höre ihn schon. Dieses Mistvieh. Jetzt ist er wieder da oben. Ich fasse es nicht. Oh, speichern. Sag mal, wie bist du da oben hingekommen, hä? Huh? Oh, Held, bitte. Oh ja.
auf die Schnauze gefallen. Sehr gut. Schwarze Goblinoiden sind nicht mehr wirklich ein Problem. Wohl aber die Munition, die ich für sie benötige. Okay. Ein Ärgernis weniger am Sumpf und gleich eine erfüllte Queste mehr. Norik wird sich mit Brot vollstopfen. Nee, er wird erst den Wacholder saufen, weil Wacholder auf nüchternen Magen, das ist besser, als erst sich denselbigen mit Brot zu füllen. Das batscht weniger. Und die Bauernklamotte wäre ich jetzt auch los. Ich hoffe, dass es das ist, was er haben will, aber ich denke mal schon. Hey, Norik. Hast du nichts zu tun? Sei gegrüßt, Bogner. Hast du nichts zu tun? Tut mir leid für diesen Affront. Muss ich dir jetzt das hier klauen? Scheiße, ich hab nicht das, was der haben will. Was will denn der haben? Nochmal, der ganz doofe. Wir haben die Queste Pfeile für die Jäger. Norik will als Gegenleistung 5 Brote, 6 Wacholder und warme Kleidung. Ach, scheiße, kann sein, dass Rosé mir das Zeug gibt. Ich bin ein Depp. Oh, jetzt habe ich für teuer Geld das Zeug gekauft. Okay, aus Schaden wird man klug. Wir müssen auf jeden Fall erst mit Rosé sprechen, sonst geht die Queste nicht weiter. Egal, ob wir jetzt alles haben, was er haben will oder nicht. Und ich sehe es schon kommen, dass mir Rosé 6 Wacholder in die Hand drückt. Hallo Leiter, ich schon wieder. Und ich dann mir diese 3x18 ja, an den Hut stecken kann, die ich da ausgegeben habe an Goldbrocken. Das sind ja auch nur 27 Pfeile. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Ich denke nur Uno und Pfeile. Hallo Heilpfanzer. Oh. 20. Schön. Naja, wieder zurück zum warte mal. Goldbrocken 4. Ich brauche 150 Goldbrocken und 3 Lernpunkte für Reptilien heute ziehen lernen. Das 150 ist das Problem. Hüpf. Wir kürzen ein bisschen ab. So, Rosé. Ach, das war der Typ, der uns immer oben daran hindert, in dieser einen Bude zu klauen. Das ist Rosé. Mein Lehrmeister sagt immer, hast du den Bogen oben, wird man dich loben. Klingt so, als hätte hier waren wir noch gar nicht, oder? Das ist aber auch nichts. Und Alberto hat auch noch nichts zu tun bisher. Und Manni eigentlich. Weitergehen. Hm? Alberto? Diese verdammten Söldner. In ihre Schranken weisen sollte man die. Mhm. Sollte man die. Wer ist ein Mann, hä? Mach doch selber was, wenn es dir nicht passt. Guck mal, wie ich mich hier aufreibe. So, Achtung, nicht eine von Vic gewischt kriegen. Lasto sitzt da wie ein Häufchen Elend. Sollen wir nicht mal was anderes machen, als Tag ein, Tag aus über Belanglosigkeiten zu reden? Hey, Söldner. Wer bist du? Könntest du mir helfen, im Lager aufgenommen zu werden? Aber sicher doch. Du brauchst die Zustimmung von Hector und für die brauchst du meine. Ohne mich, Finn, kommst du also nicht weit. Ich hab da auch schon etwas, was du machen könntest. Was denn? Was soll ich für dich machen? Du kannst mir meine Silberkette aus dem Sumpf wiederholen. Hab sie verloren. Das soll wohl ein Scherz sein. Der Sumpf ist doch riesig, oder nicht? Ach, diese Sache mit den Zustimmungen fängt an, Spaß zu machen. Und du findest das auch noch witzig. Hör mal, ich brauche wirklich deine Stimme. Das weiß ich doch. Jetzt reg dich mal wieder ab. Ah, jetzt mal im Ernst.
Was soll ich für dich machen? Okay, dann hole ich mal etwas weiter aus. Oh ja. Vor ein paar Tagen habe ich Aldo und Alberto bei der Jagd geholfen. Die beiden hatten Angst, so weit in den Sumpf zu gehen. Also hat mich Hector dazu verdonnert, den beiden den Rücken freizuhalten. Und dabei hast du deine Kette verloren? Willst du die Geschichte nun hören oder nicht? Schon gut, erzähl weiter. Wir haben uns durch den halben Sumpf gekämpft, in der Hoffnung, irgendwas Nahrhaftes aufzutreiben. Irgendwann sind wir dann auf ein paar Sumpfratten gestoßen. Mitten im Kampf mit den Biestern haben uns dann ein paar Goblins überfallen. Das habe ich aber leider zu spät bemerkt. Da waren die beiden Feiglinge schon über alle Berge. Alleine hatte ich keine Chance gegen die Sumpfratten und die Goblins. Ach ja, hatte ich eigentlich die Warane schon erwähnt? Gleich drei von den Biestern. Kann von Glück sagen, dass ich nochmal davongekommen bin. Und dabei hast du... Ja, dabei habe ich meine silberne Kette verloren. Und wenn du willst, dass ich dir helfe, im Lager aufgenommen zu werden, dann findest du meine Kette und bringst sie mir zurück. Mhm. Und wo soll ich suchen? Du kannst dir ja Alberto schnappen und dich von ihm hinführen lassen. Nach der Geschichte ist er mir noch was schuldig. Und das weiß er auch. Und wenn er das nicht will, dann sag ihm, dass ich ihm eins auf die Nüsse haue. Aldo kannst du, glaube ich, vergessen. Der hat sich auf seiner Flucht das Knie verletzt. Und wieso kommst du nicht einfach mit? Ich bin doch nicht so lebensmüde, mit zwei ach so erfahrenen Jägern wie euch beiden in den hintersten Winkel unseres Sumpfes zu marschieren. Mach das mal schön ohne mich. Und außerdem, du willst meine Zustimmung. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Na schön. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ganz richtig. Wo finde ich Alberto? Meistens steht er am Lagereingang herum. Kannst ihn also gar nicht verfehlen, wenn du das nächste Mal vor die Tür gehst. Mhm. Erstaunlich, dass gerade noch von Alberto die Rede war. Ach so, Johnny wollte ja auch was, richtig. Die mit ihrem Silberschmuck hier. Aber Jose, warte mal. Du bist derjenige welcher. Ich war bei Norik. Hat auch lange genug gedauert. Und? Hast du die Pfeile? Norik verlangt eine Gegenleistung für die Pfeile. Eine Rüstung, 5 Brote und 6 Wacholder. Dachtest du wirklich, er gibt sie dir umsonst? Idiot. Gut, du bist noch neu hier. Bist mit dem Geschäft wahrscheinlich noch nicht so vertraut. Hier hast du ein bisschen Gold. Die Sachen musst du aber selbst zusammensuchen. Dafür hab ich keine Zeit. Wobei, einen alten Fetzen von Rüstung hab ich hier noch. Vielleicht reicht ihm das ja. Kleidung für Norik. Schön. Besorgst du mir die Sachen? Nee, das haben wir doch jetzt schon selber gemacht. Auf keinen Fall gebe ich dem Geld, damit er noch irgendwie was ausgibt. Nein, 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 nein. Kleidung für Norik, jetzt haben wir's. Was ist das? Schon wieder ein Bier ausgeben muss? Vergiss es. Bauernkleidung. Spielverderber. Ah da. Kleidung für Norik, ein alter Fetzen von José. Also ich würde es nicht tragen wollen. Oh ja, ich habe zwar auch Bauernkleidung abzugeben, aber die ist dem guten Norik ja offensichtlich nicht gut genug. Und jetzt wieder hin zu ihm, weil ich jetzt immer noch wissen möchte, ob er mir als unerschöpflicher Pfeillieferant, ach so, du Typ. Ah, nee, erstmal ohne ihn. Wer weiß, wo der mich hinführt. Außerdem will ich dann gucken, ob ich es nicht irgendwie hinkriege, mir, bevor ich mit Alberto jagen gehe, nicht doch noch irgendwie die das Reptilien heute ziehen beibringen zu lassen. Dazu brauche ich ja im Moment nur Gold. Kann ja sein, dass die was rüberwachsen lassen. Für diese feile Geschichte. Wir haben auch ein Bier wieder, richtig? Ja. Das heißt, wir können wieder einen Piraten einladen. Für diese Quest. Gib den Piraten einen aus. Kein Pirat ohne Alkohol oder wie sie hieß. Ja, und dann kommen wir wieder ein Stückchen voran. Mühsam ist's. Norik, gestern bitte nicht so bärbeißig. Ich habe alles, was du haben willst. Hoffe ich. Der Wacholder, das ist die falsche Marke. Der hat zu wenig Umdrehungen. Bring mir was Stärkeres.
Das Brot ist alt, das ist ja von gestern. Das ist nicht alt, wobei es kann alt sein, aber es ist nicht trocken. In der Sumpfluft wird kein Brot trocken. Glaub mir, das wird nur besonders schnell schimmelig, aber das ist ein anderes Thema. Na, Rick. Hier sind deine Sachen. Ah, danke. Da sind die 5 Brote, da die 6 Wacholder und da... Was ist das? Du erwartest jetzt nicht von mir, dass ich das hier anziehe, oder? Was ist daran verkehrt? Ich möchte mit den Klamotten auch noch jagen können. In diesem zusammengeschnürten Ding, da falle ich doch schon von der Leiter. Bekomme ich jetzt die Pfeile? Soll das ein schlechter Scherz sein? Natürlich nicht. Und wo soll ich jetzt eine Rüstung für dich auftreiben? Was fragst du mich? Du kannst es ja mal bei diesen Eingeborenen probieren. Soweit ich das mitbekommen habe, haben sie einen Gerber. Vielleicht kann ich Ihnen ja doch die Bauernkleidung geben. Hier hast du eine Rüstung. Bauernkleidung. Damit sehe ich ja schrecklich aus. Aber gut, das sollte reichen. Hier hast du die Pfeile. Wenn du willst, kann ich dir auch welche verkaufen. Ja. Ah, okay, merke ich mir. Ja. Ich möchte handeln. Ja. Quatsch nicht rum. Okay. Die, also werden die alle oder werden die nicht alle? Giftpfeile, aha. Dietriche. Schön. Sehr gut. Pfeile von Norik. Ah ja, den muss ich abgeben, richtig. Ah, machen wir mal genau das, hm? Diese vergifteten Pfeile, die du deinem Angebot hast? Ja. Hast du noch mehr von denen? Nein. Und wann? Wenn ich zufällig wieder an Gift komme. Aber das wird erstmal nicht passieren. Wieso das? Weil ich keine Lust auf diese Viecher habe. Welche Viecher meinst du denn? Blutfliegen und Sumpfgasdrohnen. Wobei ich letztere lange nicht mehr gesehen habe. Zum Glück. Kannst du mir denn zeigen, wie ich selbst Pfeile vergifte? Du willst von mir lernen? Na, das kann ja was werden. Also? Meinetwegen. Aber das Gift musst du dir selbst besorgen. Wenn du einen Blutfliegenstachel hast, dann komm wieder zu mir. Mhm. Ich habe hier einen Blutfliegenstachel. Du willst also immer noch von mir lernen? So sieht's aus. Meinetwegen. Kostet dich dann 200 Goldbrocken. Ich bin einmal weg. War schön, mit dir Geschäfte gemacht zu haben, nicht? Preise? Aber ich hoffe, dass er ein Lehrer ist, ein Händler ist, der immer wieder Pfeile hat. Zumindest habe ich mir jetzt nochmal 220 Pfeile erschlossen. Schon mal gut. Kann die Geschichte, die ich jetzt dabei habe, noch zurückbringen. Und dann, ja, idealerweise hätte ich dann ja irgendwie noch das mit dem Fälle abziehen. Also Leute abziehen. Ich werde aufhören aufzunehmen. Reptilien heute abziehen. Gelernt. Bei Bogier noch Namen. Aber dazu brauche ich 150 Ocken, die ich nicht habe. Kann aber sein, dass ich was bekomme. Für meinen Dienst hier. Ich habe ja auch Ausgaben, ne? Sag mal, können wir eigentlich das da jetzt benutzen? Geht das schon? Ah, das bringt jetzt nicht wirklich viel, aber ein bisschen was. Wir können es benutzen, solange wir halt Mana haben. Ja, und Mana brauchen wir im Moment für nichts anderes, außer für diese Teleportation. Das ist in Ordnung. Also, Anlaufstelle José, wobei ich den so einschätze, dass er nicht wirklich viel an Taschengeld rausrückt, wenn überhaupt irgendwas. Ich werde halt auch nicht, ja. Und dann halt vielleicht doch mit Alberto losziehen, ha? Ohne das vorher zu lernen mit den Häuten. Ist zwar ein großer monetärer Verlust, aber ich kann es nicht ändern im Moment. Und Quentin sabbelt schon wieder. Das könnte gut in meine Sammlung passen.
Und wie schön es aussieht, dass Laszlo da auf dieser Bank sitzt. Ja, öfter hier? Oh nein, jetzt ist es um ihn geschehen. Was denn noch? Wer soll die denn kriegen? Ach so, Aldo. Oh. Vielleicht sollte ich... Aldo! Nein, lass das besser. Kann ich dir irgendwie helfen? Stellt euch mal vor, man spielt Legend of Assun und Wetten, du kaufst am Ende das normale Gothic 2 und Dirty Swamp parallel. Diese Schuhe waren mal weiß. Du hast keine Chance mehr mit den Namen. Überhaupt keine. Dolok, nee, Aldo. Ja. Ich habe hier neue Pfeile von Norik. Gut, jetzt können wir endlich wieder jagen gehen. Das heißt, Dolok kann wieder jagen gehen. Krossi! Wird sie bestimmt noch ein paar Goldbrocken zuschieben wollen. Wobei eine Lieferung Pfeile abholen eigentlich kein Problem ist, oder? Wenn du wüsstest. Ich hau dir gleich eins in die Kauleiste, echt für den Spruch. Hast du eine Ahnung, was liegt denn da? Ein schwerer Ast, nehme ich. Ach so, was ist mit dir eigentlich? Was wolltest du? Wartest du, hast du einen Händler? Hey, Georg. Tritt diesem Rattenbiest schön in den Arsch. Ach, ja, das war dein Problem, richtig. Aha. Und ich glaube nicht, dass José mir Goldbrocken zuschieben will. Vielleicht wird er aufgrund von sozialem Druck sich dazu bemüßigt und gezwungen sehen, das doch zu tun. Aber von wollen? Nein, kann keine Rede sein. Auf keinen Fall. So, oder sind die Banditen heute besonders faul? Hey, Söldner. Ich habe Aldo die Pfeile gebracht. Jetzt erst. Wo hast du dich denn so lange rumgetrieben? Was soll's? Hier hast du ein paar Goldbrocken. Eine Belohnung? Von dir? Klar. Ich bin doch kein Fiesling. Warte mal. Was denn noch? Lust auf eine Runde Armdrücken? Damit ich dir schon wieder ein Bier ausgeben muss, vergiss es. Ach, José, ist es nicht schön. Es ist sonst schlecht fürs Geschäft. Ah, 140, auch 150. Das wenn sich keiner vielleicht um doch den riesigen Geröllhaufen draußen kümmert, kannst du irgendwie das vergessen. Zeig mir deine Waren. Die 80 waren jetzt doch eine willkommene Auffrischung meiner Kasse. Zumal ich ja noch ein bisschen, lass mal hier das hier, und die Bolzen kann ich auch verticken. Die nächsten 17. Und einen weiteren Reiterbogen von... Naja, reden wir nicht drüber. Genau, noch eins. Und ich habe noch Sumpfkraut dabei. Ja, das passt doch. Und die Stachel hätte ich zur Not auch noch. So, das heißt... Wieder von Pontius zu Pilatus latschen, aber erstmal zu... Namen. Miguez. Miguez nimmt hey, mir jetzt Miguez. Sumpf. Alles klar. Kraut ab. Ja. Hier. Ich habe noch mehr. Alles. Danke. Tschüss. Jetzt zu Bogier. Denn ich habe noch. Ja, genug Lernpunkte. Ach, ja, das wollte ich sagen. Wir profitieren doch beide von der Sache. Und dann werde ich Alberto ansprechen und dann können wir jagen gehen mit ihm gemeinsam oder was auch immer da passieren wird. Und sobald wir ein Reptil erlegen, kann ich ihm dann die Haut abziehen und mir versuchen, diese 150 Goldbrocken zurückzuverdienen. Das war schwierig, das alles in die richtige Reihenfolge zu kriegen. Und die 80 Goldbrocken von José, die kamen tatsächlich sehr, sehr überraschend. Es ist mühsam irgendwie, hä? Als Nahkämpfer wäre es leichter. Dann hätte man nicht immer so ein Geldproblem. Aber das löst sich dann. Umso mächtiger werde ich am Ende wieder, weil ich jetzt nicht irgendwelche Lernpunkte in Nahkampffähigkeiten investiere. Und dann irgendwann mit Bogen und Magie geht es dann wie üblich auch so. Bogia. Ich hoffe, du stehst zu deinem Wort. Hey, Bogia! Da.
Zeig mir, wie ich an die Haut eines Reptils komme. Du musst das Reptil komplett aufschneiden, damit du es häuten kannst. Und immer nur am Bauch aufschneiden, sonst verminderst du die Qualität. Mhm. So, wie sieht's mit Rüstung aus eigentlich? Kannst du mir jetzt deine Rüstung herstellen? Ich hab dir doch gesagt, dass du... Wenn du wirklich eine... Ja, es fehlt noch eine Dorfaufgabe. Das kann sein. Aber ich mach erstmal das mit Alberto. Das klingt erstmal besser. Weil der ja vielleicht doch irgendwie mitkämpft. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, Alberto ist einer derjenigen, den ich am wenigsten über den Weg traue. Ich habe zwar noch nichts Negatives über ihn gehört, dass er ein hinterlistiger Hund wäre, aber ich weiß nicht. Mein Bauch sagt da was anderes. Schauen wir einfach mal, was passiert. Das geht noch. Wir haben noch ein paar Ingame-Stunden Sonnenlicht. Achso, Franz und Eintopf. Gib mir etwas. Hier. Ah, danke. Wenn dieser Magier nicht immer so beschäftigt wäre, hätten wir schon längst neue Heiltränke. Und speichern. Und nicht nur speichern, liebe Quirlinge, denn ich habe beim Spiel mal wieder total die Zeit vergessen, trotz mitlaufender Uhr. Und deswegen gibt's hier den nachträglichen Episodenschnitt und weiter mit Alberto auf der Suche nach Finns Kette in den Tiefen des Dirty Swamp geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.